Hallo ihr Lieben, nach ganz, ganz langer Zeit melde ich mich jetzt endlich wieder zurück. Ich habe jetzt wieder die Zeit, mich um die Videos zu kümmern, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, wie die Ausbildung bisher so gelaufen ist und was die nächsten paar Lernblöcke so gebracht haben. Tatsächlich bin ich jetzt durch mit den ganzen Lernblöcken. Ich habe alle Skripte durchgearbeitet, die ganzen Multiple-Choice-Tests gemacht. Jetzt steht für mich noch an die IHK-Prüfung, zwei Praxisseminare stehen noch aus und dann halt die Abschlussprüfung für den Hundetrainer. Aber jetzt fasse ich euch erstmal den 17. Lernblock zusammen. Es ging um die Anfänge einer Hundeschule oder Beratungsstätte. Es gab zwei Skripte, wobei nur eins der Skripte aber die Multiple-Choice-Fragen hatte. Das Skript mit den Multiple-Choice-Fragen hieß Aufbau und Betrieb einer Hundeschule. Und das Skript hatte einige Überschneidungspunkte mit den Videos aus dem IHK-Lehrgang. Und durchweg wurde eigentlich die ganze Zeit hervorgehoben, dass jeder für sich selber schauen muss, welche Art von Hundeschule man sich vorstellen kann oder was man dem Kunden anbieten möchte. Da das ja auch viel damit zu tun hat, wo die eigenen Interessen liegen. Es ging auch darum, verschiedene Blickwinkel und Vor- und Nachteile einiger Aspekte aufzuzeigen, damit man sich ein besseres Bild machen kann, bevor man irgendwelche Entscheidungen überhaupt trifft. Es wurde angesprochen, dass vermutlich nicht alle Ideen direkt am Anfang umgesetzt werden können, aber dass man diese trotzdem im Hinterkopf behalten soll, für wenn zum Beispiel mehr Geld zur Verfügung steht, um dann halt die Hundeschule oder Pension oder was auch immer man mit dieser Ausbildung halt vorhat, dann weiter auszubauen. Hier wurde auch auf die Orientierungsfragen verwiesen, es wurden Beispiele genannt, welche Fragen man sich vor der Gründung stellen kann oder sollte, um herauszuarbeiten, wie die eigene Hundeschule aussehen kann. Außerdem wurde der Vorschlag gebracht, andere Dienstleister und vor allem andere Hundeschulen oder halt andere Betriebe, die genau in diesem Feld arbeiten, wo man selber arbeiten möchte, anzuschauen und dort zu schauen, was einem gefällt oder was einem eben nicht gefällt, um dann herauszuarbeiten, was man selber machen möchte oder wo man selber, also was man selber vermeiden möchte. Unter den benötigten Ressourcen wurden natürlich die fachlichen Kenntnisse aufgeführt, aber auch die eigene Zeit als Ressource oder auch die Finanzen wurden halt diskutiert. Danach wurde sich mit dem Einzugsgebiet, dem Kundenpotenzial und der Wettbewerbsanalyse beschäftigt. Anschließend wurde diskutiert, was es bedeutet, selbstständig zu sein und welche Unterschiede es zwischen einem angestellten Arbeitnehmer und einem selbstständigen Unternehmer gibt. Und hier wurde auch besprochen, wie man gewisse Risiken reduzieren kann, die mit einer Selbstständigkeit auf einen zukommen. Es wurden Dinge angesprochen, wie wo man den Arbeitsort für administrative Aufgaben haben möchte, was die Vor- und Nachteile von einem Hundeplatz sind und falls man sich dazu entscheidet, einen Hundeplatz anzumieten, welche Aspekte beachtet werden sollten, wie zum Beispiel eine gute Lage oder der Aufbau generell, welche Art von Zaun man am besten für die Hundeschule hat. Hier wurden auch verschiedene Beispiele von der Tutorin gegeben, die halt das Skript betreut. Es gab mehrere Grafiken und Bilder. Außerdem hat sie ein bisschen berichtet, worauf sie selber geachtet hat und was sie selber so gelernt hat, was für Investitionen sich gelohnt haben und welche halt eben nicht. Es wurden einige Trainingsorte beispielhaft genannt, wie Training im Wald, am Feld oder im Einkaufszentrum. Und es wurde dann jeweils diskutiert, wofür der jeweilige Trainingsort gut genutzt werden könnte und wie die Auswahl an Trainingsorten sich auch auf die Zielgruppe auswirken kann. Danach wurde eine Gegenüberstellung zwischen Einzel- und Gruppentraining gemacht und es wurde näher auf die unterschiedlichen Formate des Einzeltrainings eingegangen, wie zum Beispiel der Hausbesuch, die Einzelstunde oder auch eine Schnupperstunde. Und beim Gruppentraining wurden die offene und die geschlossene Gruppe miteinander verglichen. Die Gruppengröße und Dauer der einzelnen angebotenen Kurse wurde diskutiert und auch, wie man auf versäumte oder vom Kunden abgesagte Termine reagieren soll. Als nächstes wurden die Kursangebote näher betrachtet. Hier gab es dann Abschnitte zu Welpengruppen, Erziehungskursen, Beschäftigungskursen und Theorieabenden. Unter sonstige Formate wurden dann nochmal alternative Betreuungsmöglichkeiten angesprochen, wie zum Beispiel die Beratung übers Telefon, über Zoom oder sonstiges. Anschließend wurden ergänzende Angebote angesprochen und die Vor- und Nachteile von einem Zubehörverkauf, von Hundebetreuung oder anderen Kooperationen genannt. Und ein weiterer Teil des Skriptes hat sich dann mit den Kosten einer Hundeschule beschäftigt. Hier wurde alles diskutiert, von den verschiedenen Steuerarten zu den Kosten der Ausbildung, Genehmigung und den eventuellen Mitarbeitern, falls man welche einstellen möchte. Unter dem Punkt Einnahmen ging es nicht nur um die Zahlungsbereitschaft der Kunden, sondern auch, wie der eigene Terminplan effizienter gestaltet werden kann
was für Bezahlungsmöglichkeiten man dem Kunden bieten kann und wie mit Kunden umgegangen werden sollte, die mit ihrer Zahlung in Verzug geraten. Das Handling neuer Anmeldungen inklusive Beispieldokumente für die AGBs und das Anmeldedokument wurden vorgestellt. Die Buchführung wurde diskutiert und Beispiele einer Rechnung wurden gegeben. Und gegen Ende des Skriptes ging es dann um die Umsetzung des vorab herausgearbeiteten. Welche letzten Genehmigungen zum Beispiel vom Veterinäramt müssen noch eingeholt werden, bevor man mit dem Training überhaupt beginnen kann? Außerdem wurde eine sinnvolle Arztausstattung diskutiert. Es wurde erklärt, welche Utensilien wie zum Beispiel Extraleinen oder Geschirre sinnvoll sind und welche man sich vor allem am Anfang erstmal sparen kann. Die verschiedenen Arten des Marketing wurden auch durchgegangen und es wurde auch gesagt, wie wichtig eine einheitliche Präsentation der Hundeschule über das Logo und den Namen ist und dass diese auch auf eventuellen Werbemitteln und der Webseite weitergeführt werden sollten. Hier wurde auch dann nochmal gesagt, man soll auch darauf achten, dass das Logo auch im Kleinformat gut zu erkennen ist, wenn man es zum Beispiel auf irgendeinen kleinen Notizblock oder was auch immer man es drucken möchte, dass es halt auch deutlich verkleinert noch Sinn macht und nicht nur auf den großen Plakaten. Zum Schluss wurden dann noch häufige Anfängerfehler angesprochen. In dem zweiten Skript, Aufbau einer stationären Beratungsstelle, ging es zunächst auch um den Punkt, der schon in dem anderen Skript angesprochen wurde, von wo möchte man arbeiten. Hier wurden verschiedene Optionen angegeben, zum Beispiel das eigene Haus, Hausbesuche beim Kunden oder die Beratung übers Telefon oder Video. Und jeder dieser Punkte wurde dann nochmal einzeln durchgegangen. Es wurde angesprochen, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Informationen erfragt werden sollten und was die Vor- und Nachteile jeder Beratungsform sind. Zum Beispiel könnte man sich beim Hausbesuch einen guten Überblick über die Lebenssituation des Hundes verschaffen und schauen, wo zum Beispiel dessen Schlafplatz ist oder wie die allgemeine normale Lebenssituation des Hundes mit der Familie oder dem Besitzer ist. Über E-Mail oder Telefon wäre das halt etwas schwieriger. Die Vorbereitung für den Beratungstermin wurde durchgegangen und welche Fragen vorab wichtig zu klären sind. Es wurden auch die Vor- und Nachteile genannt, im Voraus nur die Eckdaten des Falls zu klären oder zum Beispiel einen Fragebogen vorab ausfüllen zu lassen. Als nächstes wurde auf den Punkt eingegangen, was während dem Termin zu tun ist, wie sollten wichtige Informationen erfasst werden, wie sollte mit den Hunden im Haushalt umgegangen werden, sollte man diese beachten oder eben nicht und wie sollte man sich bei einer Begehung der Wohnung verhalten. Anschließend ging es um die Zeit nach dem Termin. Hier wurde die ausführliche Erfassung der Informationen und die Ausarbeitung eines Therapieplans durchgegangen. Die Nachbesprechung und Folgetermine wurden aufgeführt und der inhaltliche Aufbau einer Beratung wurde nochmal näher angeschaut. Nachdem die Rahmenbedingungen und das Lebensumfeld des Hundes durch diese Fragen halt geklärt wurden, hat sich ein Teil damit beschäftigt, wie man das individuelle Wesen des Hundes kennenlernt. Anschließend wurden die Dimensionen des Problemverhaltens einzeln angeschaut. Es wurde gesagt, dass das unerwünschte Verhalten mehrere Dimensionen hat und dass diese in der Anamnese herausgearbeitet werden müssen. Die verschiedenen Dimensionen sind zeitliche Entwicklung, Beschreibung des Verhaltens, bedingende und auslösende Faktoren und verstärkende Faktoren. Es wurden häufige Ansätze besprochen, die Halter versuchen, um Probleme schon mal selber zu beheben. Als nächstes hat sich dann ein Teil mit der Analyse des Verhaltens beschäftigt. Und dieser Teil findet ohne die Halter statt. Unter den Punkten Therapieprogramm und Erklärung und Anleitung wurde nochmal gesagt, dass es wichtig ist, die Halter mit einzubeziehen, da sie schlussendlich diejenigen sind, die die Empfehlung umsetzen und in ihren Alltag mit einbauen müssen. Mehrere Teile des Skriptes haben sich mit dem Umgang mit den Kunden beschäftigt. Hier ging es auch darum, wie man mit schwierigen Fragestellungen oder Wünschen der Kunden, die in der Realität einfach nicht umsetzbar sind, umgehen soll. Es ging aber auch um das Beratungsklima, die sachliche Aufklärung und darum, dass es auch Teil des Jobs ist, die Halter motiviert zu halten und ihnen Hoffnung zu geben, dass das Problem zu lösen ist. Wobei aber halt keinesfalls irgendwie Lügen erzählt werden sollen, aber einfach, dass der Halter gut am Ball bleibt und Hoffnung hat, weiter mit dem Hund zu arbeiten. Aber das war jetzt erstmal die Zusammenfassung vom 17. Lernblock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!